Zeitschrift die ganze Models an. Die Superstars und die VIPs, was du noch in dem Auto haben. Du denkst, da wo die Stars sind, da küsst du niemals hin. Seid ehrlich, wenn du mich freust, ist das ja nicht mal so schlimm. Du bist was ganz Besonderes. Zu gut oder zu schlecht für Casala? Casala gab es damals noch nicht. Deshalb war es ein schöner Song für den Jugendchor. Ist auch eine schöne Farbe einfach. Ne? Klingt doch himmlisch mit den Mädels, wenn die das singen. Bis jetzt ganz besonders. Ja, wir sind ja ein Chor, der Gott sei Dank eben auch eigene Songs hat. Das ist ja normalerweise singen Chöre Lieder von anderen. Und für uns sind immer mal Lieder geschrieben worden. Und der Flo ist eben einer der Songwriter oder der Songwriter, der die meisten Songs für uns geschrieben hat. Das wissen gar nicht so viele Leute. Nee. Und der ist ein begnadeter Songwriter. Also wie man natürlich jetzt weiß von Casala, hat aber vorher schon für andere viele Künstler geschrieben. Und auch für den Jugendchor St. Stephan. Und da sind wir natürlich mächtig stolz. Das ist toll. Im letzten Jahrhundert hattet ihr eine Schlagzeile, die werdet ihr wahrscheinlich nie mehr vergessen. Ja, im letzten Jahrhundert, das stimmt wirklich. 1999 war G8-Gipfel in Köln und Bill Clinton war in Köln und die ganzen Staatschefs. Und der Kaiser, Franz Beckenbauer, hat das damals auch genutzt, nach Köln zu fliegen und zu sagen, wenn ich da hingehe ins Rathaus, dann treffe ich alle Wichtigen, um die WM hier in Deutschland zu planen. Und dann war er hier im Rathaus und ist dann leider ein bisschen im Regen stehen geblieben, weil Bill Clinton dann zum Chor ging. Und das war dann nächsten Tag die dpa-Meldung. Teenie-Chor stiehlt Kaiser die Show. Oh mein Gott, was musstest du dir anhören? Damit kann man doch leben. Ne? Ich habe dem Kaiser damals, da war der Niersbach noch sein Pressesprecher, da habe ich eine Mail geschrieben, wir könnten das wieder gut machen, wenn wir bei der WM auftreten. Aber der Niersbach war leider nicht so lustig. Der hat sehr seltsam zurückgeschrieben. Ach. Ist nichts draus geworden. Ach, komisch. Millionen Klicks für Kölsche Jungen in Hamburg. Was war denn das? Ziemlich coole Aktion, würde ich sagen. Die Akustik war einfach total super und das wollten wir einfach mal austesten. Wir haben uns schon gedacht, so durch so einen langen Tunnel, das ist so richtig gut, die Töne richtig schön fliegen und es war genauso. Und dann haben wir uns aufgestellt, angefangen zu singen und den ganzen Tunnel lahmgelegt. Ich bin direkt im Anschluss 3 Tage später nach Bali geflogen und einer sagte, ach, kennst du schon dieses Video hier aus dem Elbtunnel? Da hat ein Chor gesungen. Und da dachte ich, ach, aha. Und dann ließ er das laufen und irgendjemand guckte mit über die Schulter und dann dachte ich, Moment. Das sind ja wir. Das kennst du doch. Bin ausgesprungen, bin rumgegangen, hab mir das angeguckt, dachte, was? Hat dann auch eine Freundin von mir geschrieben, der Lukas Podolski hat das geteilt. Und dann ging es auch ganz, ganz schnell, dass es wirklich nach oben geschossen ist mit den Klicks. Ziemlich cool, dass man dann am anderen Ende der Welt sitzt und auf einmal das Video vom eigenen Chor sieht, was man ein paar Tage vorher noch aufgenommen hat. Dadurch, dass das wirklich so ein Video war, wo dann auch noch Leute durchs Bild gegangen sind und die das gefilmt hat, auch gewackelt hat und so. Stundenlang passierte mal gar nichts. Richtig, genau. Da waren auch mal eine Zeit lang gar keine im Bild. Und ich glaube, das war eben genau das Authentische, weshalb die Leute gesagt haben, ja, das ist ja Wahnsinn. Wie bist du auf die Nummer gekommen? Ich glaube, das war damals, war das die Zeit, wo es schon diese Topmodel-Sendung gab?
Und wo alle Mädels sagten, guck dir mal die Mädels da an, die sind alle so Topmodels, wie toll die aussehen. So. Und ich fand das einfach eine schöne Geschichte, einfach zu sagen, auch wenn man jetzt kein Topmodel ist oder weltberühmt, dass man trotzdem was ganz Besonderes sein kann. Und das fand ich irgendwie ein schönes Thema.